Hi und herzlich willkommen bei der Nosy Rosy am Sonntag. Ich bin Mia. Ja, erstmal wünsche ich euch einen zweiten schönen Advent. Auch wenn ich noch gar nicht in Weihnachtsstimmung bin. Ja, seid ihr denn schon in Weihnachtsstimmung? Genau, dann möchte ich ganz herzlich Sarah und Theresa noch im Team begrüßen und schön, dass ihr an Bord seid. Und sehr schöne Videos. Also doch, haben mir sehr gefallen und fand ich auch sehr gut, was Sarah meinte mit, dass die Freundinnen doch Privatsache bleiben und einfach wir für das Projekt da sind und nicht unser Privatleben. Danke dafür. Ja. Das dieswöchige Thema lautet Sex. Wann ist Sex Sex? Haben Lesben überhaupt Sex? Ja. Gute Frage. Ich hatte letzte Woche, diese Woche, letzte Woche, da weiß ich nicht mehr wann, nettes Gespräch mit einem älteren Mann, der mich angesprochen hat und meinte, Entschuldigung, wenn ich so direkt raus frage, aber stehst du auf Frauen? Und ich meinte, ja. Mit dem habe ich mich dann irgendwie eine Dreiviertelstunde unterhalten. Und irgendwann kamen wir auch zu dem Thema Sex. Und ich habe mich darüber mit ihm unterhalten, wie es doch Frauen machen, also mit Lecken, Fingern, teilweise Spielzeug und. Also ich habe ihm nicht mein Sexleben erzählt, sondern so mal allgemein, was gemacht wird. Ja, und er meinte dann, oder hat es aufgeteilt in einen vaginalen Orgasmus und einen klitoralen Orgasmus. Also, er meinte, dass lesbische Frauen doch lieber den klitoralen Orgasmus haben als den vaginalen Orgasmus. Ja, also klitoralen Orgasmus und vaginalen Orgasmus versteht sich, glaube ich. Wenn ich dann klitoralen Orgasmus eben durchs Fingern oder Lecken. Und den. Nee. Ja. Und den vaginalen Orgasmus eben, den der Mann mit seinem Glied macht. Genau. Aber was ich sehr schön von Jana fand, was sie irgendwie hier meinte, dass Frauen auch Sex miteinander haben, da sich ja die Geschlechtsbereiche oder das Geschlecht auch berührt. Und ich glaube, das bringt es auch mit auf den Punkt irgendwie, dass es doch Sex ist. Weil, weiß nicht, also die meisten, die meinen, du hattest noch nie einen richtigen, der dich. Wo ich mir so denke, so. Habt ihr überhaupt Ahnung oder seht ihr nur das, was in so. Nehmen wir mal Lesben-Pornos passiert? Also. Ich glaube, die haben eine ganz andere Auffassungsgabe oder sehen nur das, was sie sehen wollen. Ja. Ich habe auch mal das Buch, also ich habe es nicht komplett gelesen, sondern nur einen Teil gelesen, was Laura in ihrem Video erwähnt hat. Und ja, im Internet findet man ja doch eigentlich auch recht viel, was den lesbischen Sex betrifft oder was man noch in den lesbischen Sex mit einbauen könnte. Genau, das war es auch schon heute wieder von mir. Tut mir leid für das wirre Gerede.
boomt gerade mein Kopf und ich weiß nicht mehr, wer direkt wo oben und unten ist. Ja, dann wünsche ich euch morgen einen schönen Wochenstart. Habt eine tolle Woche. Und bis nächsten Sonntag. Für mich. Ciao.